Aha, du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans, richtig? Genau. Man soll ja mal nicht so pingelig sein. Und jetzt die Kanone. Na toll, jetzt ist die Munition alle. Was? Ach Manno, na gut. Hui, da sprühen aber die Pumpen. Ich dachte, ich kann jetzt zwar nicht abbremsen, aber gut, so geht's natürlich auch. Hui! Fire! Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier einen Teil haben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Reine Propaganda! Darauf verwette ich meine Stiefel. Deine Stiefel. Oh! Brandschutzmaßnahmen braucht man nicht! Hebel ziehen! Das ist schon die Maximalgeschwindigkeit? Der Organon via Leib und Luft, diese Spaßbremsen. Das ist doch Mopsgeschwindigkeit. Nehme ich mal, ach, die Feueraxt. Mir ist ein famoser Feuerwehrmann verloren gegangen. Zumindest mangelt es in meiner Umgebung nie an Feuer. So, ich glaube, Goal geht's auch noch ganz gut. Ich muss sie schleunigst darunter bekommen. So kann ich hier auch... Ja, das wissen wir ja schon. Feueraxt nehmen wir uns. Was für ein dramatischer Auftakt. Und das ist gerade der Anfang. Mir ist ein paar zumindest Ja. Schlauch nehmen wir auch. Vielleicht mit dem Schlauch mal das Feuer. Ist ja nicht so wichtig, aber Goal können wir mal abspritzen. Ja, sie ist heiß. Ja, das stimmt schon. Vielleicht auch ich den Barry. Ich kann seinen Mantel jetzt nicht löschen. Dieser Held muss einen richtigen Menschen retten. Die Frage ist natürlich nur, wie? Um die Kanone binden? Ah... Und jetzt, sagen wir mal, gucken wir mal bei Barry mal ganz kurz. Oh, grausames Karma. Wer dokumentiert denn jetzt meine selbstlosen Heldentaten? Hey, aufwachen! Du verpennst den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit. Verdammt. Gut, ich glaube, mit dem ist nicht mehr viel zu machen. Es ist sehr laut. Eine Kanone und da können wir jetzt vielleicht, können wir die jetzt nochmal abfeuern. Juhu! Der Schlauch wickelt sich ab. Können wir da dran? Was für ein Teufelskerl! Eine super Idee war das! Okay. Lauf! Okay, aber wir haben ja zum Glück die Axt dabei, die wir natürlich, während wir uns da drehen, locker aus der Hosentasche ziehen können. Gar kein Problem, der Ruf ist sehr wendig wie eine Wildkatze. Wild! Halten! Oh weia. Was für ein Held. Ach du Scheiße. Hat jemand das Fenster offen gelassen? Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache halt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Deponia, ein Fest der Sinne. Ich glaube, Rufus hat sich viele neue Freunde gemacht heute. Yeah! Und boah, wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum tausendsten Mal, Rufus. Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Und ich höre dich nicht. Zum Strand. Was? Ey! Wo
wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Aber... Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja, aber sauer? Nein. Es war schon irgendwie lässig. Also ich verstehe es. Ich warum sind die noch mit dem, also warum befreunde ich, manchmal frage ich mich solche Dinge. Gut, der lästige Rufus geht jetzt mal da rein. Aha, eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme 3 Stufen auf einmal. Nicht, dass ich noch... Au. Auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Hat aber keiner gesehen, außer natürlich der toten Katze und die wird's nicht mehr weitererzählen. Wer baut denn hier bitteschön sein Hotel hin? Und wo kommt die Jessic swingvolle Hotelmusik her? Was für ein scheiß Hotel. Ich will hier keinen Urlaub machen. Das sieht aus wie ein Stundenhotel. Was ist das da? Nein, das sieht nach einem Rätsel aus. Oder nach einer Uhr. Ich weiß es nicht genau. Klingel! Können wir nicht vorher was angucken? Ich will mal Dinge angucken. Dinge angucken, Dinge angucken, Dinge angucken, Fragezeichen. Komm, Klingel drücken. Ach, upsi. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich hab gar kein Geld, aber erstmal natürlich... Minnetekel? Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Hat er ja irgendwo recht, aber ich würde mir im drohenden Unheil nicht zwingend ein Zimmer mieten. Und wenn, dann mit Vollpension. Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Hier bin ich richtig, hier bin ich richtig. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar, im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima! Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt! Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo! Ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Ach, sympathisch. Ich wette, der hat die Kackspuren einfach weggepisst, da war das Klo ja sauber. So, Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürfen sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetekel. Danke, mein Bester. Das war ja
das ging ja schnell und reibungslos und außerdem, ich feiere diese Dialoge so, die sind einfach so geil. So diese kleinen Anspielungen zwischendurch, immer zwischen den Zeilen auch und auch die direkten in den Zeilen. So, auf jeden Fall, Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja. Außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Ich glaube, da ist noch eine Jungfrau oben. Also im Hotel. Also auf jeden Fall ist Herr Mantel im Wäscheschacht, da freue ich mich. Und die Frage ist natürlich... Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Ich liebe die Dialoge. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das? Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, das erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Ich finde den super sympathisch. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist modisch, bequem und hält den Kopf schön warm. Ja, ist angenehm. Sonst können wir hier nichts machen. Zimmer, was haben wir? Zimmer 5. Wir brauchen Zimmer 13 auf jeden Fall. Gehen wir mal da lang, mal gucken, wo wir langkommen. Salzstreuer, Pfefferstreuer. Was ist das denn, Hitze? Das Bild hier ist schön. Sonst können wir hier eh nichts machen. Die Gardine können wir nicht mitnehmen. So, Rufus kann sich auch alleine beschäftigen. Das ist eine Kaffeemaschine. Oh Gott. Tja, ich würde sagen, angucken. Und mitnehmen natürlich auch sehr gleich. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Vielleicht setzt der Schimmel ja Salz an, weil er schon so lange hier steht. Dr. Übel Pfeff Snack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Dr. Übel, das nehmen wir natürlich immer mit. Beides. Also eigentlich alles. Wir spielen ja wieder ein Adventure, da müssen wir alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ein Korkenzieher! Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann... Problem gelöst. So, ein Korkenzieher ist wie ein Drahtzieher, nur weniger Draht, mehr Korken. Den nehmen wir mit. Den haben wir eingesackt und hier Kaffeemaschine. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Das ist kein Kaffee, das ist Kaffeehaag. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Alter, wie hustet der denn? Git, wie ist eine alte Rockröhre. Normal. Boah, ekelhaft. Ach, wir haben Staub. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Ach, ist das schön ekelhaft. Okay, wo sie wir denn brauchen werden, werden wir bestimmt noch erfahren. Ein Bild! Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Das ist aber schön. Ich finde das schön, wie er die Kunst analysiert. Und da hängen wir das... Das Bild hängt schief. Woran erinnert mich das? Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Ja, ich dachte, die ist verstorben. Was macht die in der Wand? Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Haben wir vielleicht, haben wir momentan nicht. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Du, Rufus. Genau. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Schwitzige Hände, was? So, Zimmerschlüssel Nummer... Was ist denn das für ein Schlüssel? Wer macht denn so einen runden Schlüssel? Sieht aus wie ein Dosenöffner. Das werden wir, gucken Sie hier, können wir momentan nichts machen. Glaube ich. Wir umrunden die Küche und gehen zurück zur Rezeption und dann wieder raus.
Tüten, Tüten, Taten, Tü. Ich hab schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Was? Du warst ja noch nicht drin. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hitz mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Er braucht also dringend eine Bodylotion für den Anus. Da hinten scheißen übrigens Schnabeltier. Alle, die scheißen da gar nicht. Ich dachte gerade, da flogen gerade. Guck mal, hier fällt die ganze Zeit irgendwas runter. Und wenn gleich die Viecher vorbeifliegen, die allerdings gerade aus dem Bild segeln, die kommen gleich hier rechts wieder rein. Pass auf. Dann sieht das aus, als würden da die ganze Zeit Vögel scheißen. Pass auf. Pass auf, die kommen gleich wieder. Gleich kommen die wieder. Also gleich sind sie da. Die kommen gleich wieder. Warte. Warte jetzt noch. Ganz kurz. Nochmal schnell die Musik anhören. Hey. Du. Vögel scheißen. Gern auf Mützen, wozu sie meistens den Luftraum benutzen. Und da waren sie auch gerade. Toilettentür, der Temporaldiarrhoe. Also Temporalscheißen, da kann man sagen. Die Frage ist nur, ja, was können wir dem geben? Tierkohle? Gegen Diarrhoe? Also Tierkohle hilft ja gegen Diarrhoe, zumindest bei Wellensittichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt menschlich gesehen auch gut ist. Ein Pfropfen vielleicht. Wir haben noch einen Korkenzieher. Vielleicht können wir dem irgendwo einen Korken organisieren und eine... Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier was Soft herkriegen irgendwo. Oh. Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst! Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Okay, wir haben mehrere Waschmaschinen mit mehreren Symbolen, die mir hier ins Äuglein lugen. Aber wir kommen natürlich nicht hin, weil wir hier irgendwie... Ich meine, warum haben die eigentlich Kerzen dabei? Das verstehe ich eh nicht bei Sekten. Warum haben wir Kerzen? Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Abgesehen davon sieht das hier auch sehr radioactive aus. Und was macht Bosos Anzug hier? Ach ja, ist die Wäscherei. Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Nehmen wir mit, ne? Stört ja keinen. Liebe Wäschesekte? Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Da kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Okay, ach, das sind Wäschedinger. Also hier so Bügel, ne, und hier eine Zeitangabe. Das hier sieht aus wie eine Schweinenase oder wie eine Steckdose. Das hier könnte... Das hier ist Warmwasser, das ist vielleicht Kaltwasser und das hier ist Schleudergang. Vermute ich einfach mal, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das hier auch die Schleudergang, die gegenseitig... Vielleicht ist das ja... Wir reden mal. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Okay, da kommen wir gerade nicht durch. Es sei denn, wir haben eine frisch gewaschene Wäsche. Kann man vielleicht Staub in den Mantel? Das Einzige, was dieser Staub kann, ist den Hustenreflex zu triggern. Aber
Das macht er gut. Oh, zu triggern also. Na ja, gut, vielleicht können wir mal... Wie wäre es mit einem kleinen Tauschgeschäft? Nein! Aber ich hab doch noch gar nicht gesagt, was... egal! Ihr habt ja keine Ahnung, was euch da entgeht. Vielleicht müssen wir die einfach schmutzig machen, die Wäschesekte, weil die haben ja alle so weißreine... Naja, Halb-Ku-Klux-Klan-Gewänder. Kriegt ihr nicht irgendwann mal Hunger? Wir hungern nach Vergebung. Wir dürsten nach Erlösung. Tja, Und wie wär's stattdessen mit Schnittchen? Boah, jetzt ein Schnittchen, das wär's. Ja, alter Schwede, ein Schnittchen habe ich ja auch gesetzt gerade und zwar mitten in der Folge. Das tut mir natürlich sehr leid, beziehungsweise die Folge ist ja jetzt vorbei. Dafür geht's in der nächsten weiter in diesem völlig bekloppten Hotel mit diesen unglaublich guten Dialogen. Also ganz ehrlich, ich freue mich wirklich, das Ding weiterzuspielen und ich werde das so durchsuchten. Das weiß ich jetzt schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!